Brauchen wir noch so ein Ding hier. So. Familiöse. Oh, wir haben noch 912 Meseten. Gucken wir uns mal an, ob wir hier vielleicht bessere Waffen finden. Der Stahlnadler war... Oh, Moment, Moment. Da steht tatsächlich einer. Nicht alles leer. No, dann sprechen wir mal an, na? Ich bin zu jung, um zu sterben. Bitte helft uns Helden. Ein Turm in Aridia hält alle Antworten. So wurde mir zumindest erzählt. Gut. Oh gut, fremde Personen im Dachgeschoss eines Händlers. Ich frage mich, ob die zu jedem Fremden reinkommt und sagt, hilft mir Helden, da ist ein Turm irgendwo in einem Land, von dem ihr noch nie gehört habt, da werden alle eure Fragen beantwortet. Und bei was sollten wir genau helfen? Besser nicht drüber nachdenken. Wird sich schon von selbst lösen. Ries muss jetzt seine Verlobte retten. Gut, hier können Techniken neu verteilt werden, das brauche ich so dringend wie ein drittes Arm. Ries hat ohnehin genau 0 Tech-Points. Hier versteckt sich kein Fremder mit kryptischen Mitteilungen. Mitteilungen, die kryptisch sind, muss man sagen, die aber immerhin mehr Sinn ergeben als I am Error. Hä? Hä? Na, erinnert sich bestimmt keiner mehr dran. Gut, fragen wir dich mal. Was willst du von uns? Ich meine, na, Zeit ziehe ich mal die verbale Notbremse. Das war dumm. Welcome zum Waffenschiff. Ja, genau. Wir brauchen Waffen. Hunting Claws, Hunting Staff, Hunting Shot, Hunting Slicer. Ja. Und was ist jetzt gut? Ich nehme mal an, Hunting Claws sind besser als normale Klauen. Oh. Oh Mann. Wir können nicht mehr tragen. Was hat sie denn alles im Weg hier? Gut, wir brauchen 2 Klauen. Okay, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen. Okay, next. Dritt. Ohoho, oho. Und das war's. Okay. Was brauchen wir wohl eher? Monomate? Nun heilen kann sie selbst. Also ein Antidot weg. Yep. Yep, da ist anything else. Wir wollten etwas kaufen. Okay, gut. Ah ja, nein. Denn jetzt muss sie das Ding erstmal anziehen und wir müssen die alte Klaue verkaufen. Och ja. Ist das eine Freude? Fast so umständlich, als würde man sich tatsächlich Rüstung und Waffen ausziehen müssen und anziehen müssen. Okay, rechte Hand. Klaue wird durch Jägerklaue ausgetauscht. Und Schaden geht nach oben. Gut. Jetzt können wir die alte Klaue verscherbeln. Welcome. Genau, weg mit der alten Klaue. Yep, da ist was. Wir brauchen nämlich... eine zweite Hunting-Klaue, die geht auch wieder an sie. Und dann stoppen wir mal unseren Verkaufsrausch hier. Jagdmesser und Nadler oder was das ist, hat er ja schon. Die können noch Schaden anrichten, also lassen wir den Quark. Und gucken mal, da unser Geld schon wieder dem Ende entgegengeht. So. Hahaha. Und Verteidigung geht auch noch nach oben. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hier ist also nicht nur Heiler jetzt, sondern auch noch wieder Zuschläger ersten Ranges. Ries ist zufrieden. Er hat sein Messer und seine Stahlnadel. Die entweder eine echte Nadel ist, ein nadelähnliches Schwert oder eine Laserkanone. Bei den Geräuschen und so könnte... Also ich habe ehrlich gesagt schon bei anderen Spielen gesehen, wo Geräusche her könnte das alles sein. Vielleicht ist auch Pfeil und Bogen. Tja, der tödliche Winter kam über uns ohne Warnung. Wir können nicht fischen in einem See voller Eis. Wir werden verhungern. Wir haben keine Werkzeuge, um einen Eisroller in die oder Löcher da reinzubauen. Nein, wir sind wirklich verloren. Vielleicht sind die Fische auch schon alle tot. Nein, bitte hilf uns, bevor wir alle sterben. Ja, ja, gut. Ich gehe da mal kurz, kaufe mir eine Angelrute und einen Eispickel, ja, und löse eure Probleme. Yep, hier ist der Rüstungsladen. Was haben wir hier? Stahlarmor, die Stahlrüstung und die Hunting. Und die Machtstiefel der Macht. Was denn? Haben Jedi hier vorbeigegangen und... Na egal. Jetzt kaufen wir mal... Grüß. Eine. Oh ja, ja, er kann auch nicht mehr tragen. Gucken wir uns mal an, was Ries überhaupt sich mit sich rumschleppt. Okay, gut, 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 gut. Ja, der Monitor in der Saphir. Aber das alte Jagdmesser können wir verkaufen. Und... Oh ja. Ups, sorry. Welcome to the Armor Shop.
Gut. Hunting West. Oh ja, wo Moment. Stuff. Hunting West, das braucht sie. Genau. Hi, jai. Hätten wir beinahe übersehen. Aber erstmal das. Reese is going to carry it. Like a carry-on. Wir setzen 6 in Englisch, Kumpel. So. Haben wir das Ding? Stielarmor. Ersetzt die. Wie viel bringt die jetzt eigentlich? Ding Armor. 59 habe ich jetzt nicht hingeguckt. Wow. Das ist nämlich ein Unterschied. Was besteht denn die Jägerrüstung? Dann ist tatsächlich nur so ein. Die meinten das wahrscheinlich wörtlich. Sowas wie ein Förster trägt oder so, eine Jacke oder sowas. Und das ist jetzt tatsächlich eine Rüstung und darum sind die dreimal so gut oder so. Naja. Da kann ich noch gleich nachgucken. Yep. Dann werden wir mal die Jagdweste geben. Wenn ich lerne mit dem Menü umzugehen. Meinen alten Zeug verscherbeln. Yep, there is anything else. Wir brauchen nämlich eine Hunting West. Oder eine Hunting. Was immer das ist. Fangen wir mal mit der Weste an. Noch zu wenig Geld. Oh, ja. Haben wir hier irgendwas, was wir verscherbeln können? Ah ja, die zweite Klaue hatte ich vergessen. Die kann weg. Yep. Okay, mehr Gegenstände können wir aber wirklich nicht kaufen. Dann haben wir beim nächsten Mal wieder ein Problem. Wir müssen den Überschuss verscherbeln. Nein, das war alles. So, raus hier. Ins Menü. Und ihre normale Weste wird ausgetauscht durch die Jagdweste. Gucken wir mal. 8 Erfahrungs- 8 Punkte mehr in der Verteidigung. 58 zu 59, ne? Das ist doch ordentlich. Jetzt haben wir zwar kaum noch Geld, aber wir können es erstmal so lassen. Können wir beim nächsten Mal vielleicht etwas experimentieren. Oder besser noch, bis zur nächsten Stadt wieder Geld sammeln gehen. Ah, gut. Shoppen erledigt. Ausrüstung aktualisiert. Und hier steht ein Knilch. Was sagt er denn? Orakios Festungen standen einst im Süden von hier. Die Legende sagt, ein verschollenes Tor ist irgendwo nahe dieser Ruinen. Und das führt wohin? Ins Nirgendwo? In die Ruinen? Ja? Ich nehme an, in die Ruinen. Komisch, dass er das nur so ausdrückt. Da ist ein verschollenes Tor in den Ruinen. Irgendwo nahe der Ruinen. Warum hat er angenommen, wir wüssten nicht, wie man in die Ruinen reingeht, wenn wir kein Tor finden? Na egal, ich will jetzt nicht auf rumreiten. Ist ja nett, dass die uns das alles erzählen, wenn sie uns treffen. Vielleicht sind die auch schon im Delirium von all dem Hunger. Wie Minstrels, ein Barde. Wir Barden kennen viele alte Legenden. Meine Lieblingslegende ist die, die uns von den Leuten erzählt, die von einer schrecklichen, bösen Sache verflohen namens Dark Force. Diese Legende sagt, dass wir die letzten Überlebenden einer Rasse sind, die einst zwischen den Sternen gesegelt ist. Oh, daran erinnerst du dich also. Mal sehen, war Dark Force nicht der Endboss aus Teil 1 und Teil 2 oder so ähnlich? So was super böses, monströses? Naja. So sagt sich Ries. Wir segelten also einst zwischen den Sternen. Aber inzwischen machen wir das nicht mehr. Nein, wir tun das nicht. By the way, ist euch aufgefallen, dass in den Kämpfen anscheinend ständig Bewölkung herrscht? Ich frage mich, woran das liegt. Okay, gut. Haben wir jetzt jeden Knilch gefragt? Yep, hier waren wir. Ach ja, die Ökonomie ist lustig. Sie haben genau einen Shop von allem, was wir brauchen und ein, zwei Häuser mit Leuten, die einmal... Ja, was machen? Fischen? Und aus was haben die Häuser gebaut? Fischgräten? Oder standen die Häuser früher hier leer rum oder so? Also, ich habe schon mal Fischerdörfer besucht. Im Normalfall
bauen sich die Fischer nie riesige mehrstöckige Steinhäuser und verkaufen teure Rüstungen aus Stahl in ihnen. Ich meine, klar, heutzutage, da kann man ja jeden Scheiß irgendwo kaufen, ne? Dann ist da wahrscheinlich ein Walmart irgendwo in der Nähe oder ein Aldi. Aber hey, hier gibt's sowas nicht. Ah, gut, gehen wir mal dieses Schiff besuchen. Und oh, wow. Das Schiff ist so festgefroren, wir können nicht mal draufsteigen. Warum? Reeves hat wahrscheinlich Angst, seine Waffen in dem Eis zu verlieren oder so. Oder er hat Angst, das Eis zu berühren. Oder vielleicht ist das Spiel auch nur komisch programmiert. Naja, gut. Im nächsten Teil gehen wir mal über diese Brücke. Aber jetzt, na mal sehen, da ist ja noch dieser andere Let's Play oder so ähnlich. Gucken wir mal, was wir da machen können. Tschüss.